Ja, hallo, weiter geht's mit Mistover. Wir wollen zu unserer ersten Expedition aufbrechen und das machen wir hier am Pier. Jede Woche öffnet ein weiterer Dungeon in jedem Gebiet oder ein anderer Dungeon. Die Dungeons haben unterschiedliche Namen, Größen und Monsterlevel. Die Belohnungen, die du bekommst, um sie zu leeren, variieren ebenfalls. Untersuche die Beschreibung der verfügbaren Dungeons und überprüfe deine Gruppenmitglieder, die du momentan hast, um dir zu überlegen, welchen Dungeon du aufräumen möchtest. So, wir haben jetzt nur den Misty Forest. Und da gibt es einmal den Rotting Forest und den Forest of Slaughter. Und wir können ja erstmal mit dem Rotting Forest Level 1 bis 2 anfangen. Da wird auch noch gesagt, zwei Gegenstände gibt es hier. Ihr habt euch ja eventuell schon gefragt, kann man sich ja auch Ausrüstung kaufen oder nur Heiltränke? Ausrüstung kann man sich nicht kaufen, die kann man looten in den Dungeons, also im Nebel, und dann später ausrüsten, wenn man wieder zu Hause ist. Das heißt, wir sehen hier zwei Sachen, die für den Shadowblade exklusiv sind, die hier schon mal zu looten sind. Also, auf geht's. So, jetzt können wir uns hier erstmal Sachen mitnehmen, die wir hier in unseren Beutel packen. Ich bin noch nicht sicher, ob wir die Sachen, die wir nicht verbrauchen, ob die trotzdem weg sind oder ob wir die mit zurücknehmen. Ich vermute mal, wir kriegen sie dann wieder mit zurück. Aber man kann sich ja nicht sicher sein. Ja, und es wird uns empfohlen, drei Essen, drei Tränke und drei Leuchtsamen mitzunehmen. Mindestens aber eins. Ich werde jetzt die hier auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde euch fünf Tränke mitnehmen. Und die zwei Bandagen, um Blutung zu stillen. So, dann haben wir noch 17 Plätze für Loot frei. Ich glaube, so viel Loot werden wir auch nicht finden. So, dann können wir noch die Formation anpassen. Ja, da habe ich beim ersten Versuch überhaupt keinen Wert drauf gelegt, auf die Formation. Aber es wird nochmal deutlich darauf hingewiesen. Die Position beeinflusst einerseits natürlich die Skills, die sie einsetzen können, aber eben auch Bonuspunkte, die sie bekommen. Okay, und je höher unser Level, desto mehr Essen und Leuchtkraft brauchen sie auch innerhalb der Expedition. So. Das heißt, wir können den Paladin ja mal nach vorne stecken. Nee, ich sehe jetzt keinen Formationsbonus, ehrlich gesagt. Trotzdem stellen wir mal hier auf. Ah, jetzt sehen wir schon GRD, also Guard plus 3. Wollen wir den jetzt hier hinstellen? Ah, okay. Also Ausweichen, Guard Schutz und Kri, keine Ahnung, Critical. Okay, also Paladin nach vorne. Dann nach hinten können wir unsere Schwester stellen, Schwester Veronika. Okay, wir bekommen, ist ja ein Formationsbonus, den bekommen denn alle zusammen, so wie es aussieht. Na gut. Ja, können noch jemand in die Mitte. Grim Reaper, was kannst du überhaupt, Grim Reaper? Du verfluchst. Ja, ich denke, wir stellen dich dann mal in die Mitte. Aber vielleicht nicht.
alle in einer Reihe, oder? So rum. So, dann haben wir noch unsere Shadow Blade. Die können wir dann vielleicht mal hier vorne stellen, hinstellen. Und unsere Hexe, ja, nach hinten oder an. Oder in die Mitte. Würde ich sagen, stellen wir sie mal in die Mitte. So, das heißt, die beiden bringen mir 6 Punkte Guard, die beiden bringen mir zusammen 6 Punkte Ausweichen. Und die hier 3 Punkte, eventuell Crit, keine Ahnung. Also so viel kann man ja doch gar nicht machen bei der Formation hier. Dann brechen wir auf. So, jetzt kann ich schon mal sehen, dass die Dungeons hier zufallsgeneriert sind. Es sieht nicht so aus wie bei meinem ersten Versuch. Und wir wollen das Tutorial ruhig nochmal machen. Oben rechts seht ihr schon, wir haben noch keine Schlüssel gefunden. Wir haben 400 Sättigung, 400 Leuchtkraft. Und wir können uns jetzt bewegen. Und jeder Schritt kostet halt Energie. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Mit irgendeinem Knopf konnte man ja schräg gehen. Ich glaube, das war R1, oder? Naja, ich bewege mich jetzt einfach mal einen Schritt. Dann wird es mir wohl erklärt. So, Leuchtkraft kriegen wir mit diesen Blumen wieder. Also es ist sowieso sinnvoll, im Dungeon möglichst viele dieser Pusteblumen da anzumachen. Hat also ein bisschen was von Flower auch, das Spiel. Ja, diese Leuchtblumen werden zunächst nicht leuchten, aber man kann sie mit ein wenig Hitpoints erwecken. Das hat wieder dann was von Dark Souls, dass man mit seiner Lebenskraft Feuer entzündet. Und immer wenn man so eine Blume berührt, kriegt man Leuchtkraft wieder. Es gibt nicht allzu viele Leuchtblumen in dem Dungeon, also wenn man über eine stolpert, sollte man sich an den Ort erinnern, wo. Wenn etwas in deinem Weg steht, solltest du erstmal schauen, ob da nicht was Interessantes dahinter ist. Wenn etwas Wichtiges hinter einem Hindernis liegt, musst du erst das Hindernis zerstören. Selbst wenn du und deine Teammitglieder dabei HP verlieren könnten. Wenn du zufällig einen Paladin in deiner Crew hast, kann sie die Hindernisse zerstören, ohne dabei HP zu verlieren. Jedes Crewmitglied hat seinen eigenen Expeditionsskill. Um mehr darüber zu erfahren, schau dir die Beschreibung der Mitglieder an. Mit Change Leader kannst du die Charaktere wechseln. Dann wähle dein Paladin und versuche ihren Spezialskill Crush Obstacle. So, wir haben jetzt den Paladin sowieso schon ausgewählt. Das heißt, wir machen mal Crush Obstacle. Dann mal sehen, Hitpoints verlieren wir denn wohl nicht? Nee. Alles gut, wir haben also nur ein bisschen Nahrung verbraucht. Wahrscheinlich verbraucht bei jedem Schritt jeder Charakter so einen Nahrungspunkt und für Spezialaktionen braucht dann der entsprechende Charakter noch was. Naja. Unter uns, also ein Feld nach unten und ein Feld links, ist so ein Busch, da kann man sich drin verstecken. Da können aber auch Monster drin versteckt sein. So, jetzt will ich nochmal Change Leader sagen. Mal sehen, was die noch so können. Prayer of Blessing. Reaper Sensor, Hide. Ich nehme mal dich hier als Anführer momentan. Und dann gehen wir mal zu diesem pilzbewachsenen Stamm. Achso, da ist noch wieder ein Hindernis, was da so rot leuchtet.
Wenn ich jetzt einen Schritt hoch gehe, verliere ich dann auch Nahrung, wo ich dann nicht hingehen kann? Ja, tatsächlich. Man darf nicht einfach gegen Wände laufen. So, wir können auch schräg gehen, um Energie zu sparen. Jede Aktion kostet uns halt Sättigung und Leuchtkraft. Deshalb sollte man möglichst wenig Schritte verwenden. Und man kann sich diagonal bewegen. Und dann hier der Hinweis zu diesem Baumstamm da. Wenn du Glück hast, kannst du nützliche Gegenstände für deine Expedition finden. Einfach indem du ein wenig Treibgut durchwühlst. Wenn du dieses Treibgut siehst, dann untersuch es lieber, anstatt einfach achtlos dran vorbeizugehen. Denke dran, in jedem Dungeon kann dieses Treibgut anders aussehen. Ja, aber es ist mir schon aufgefallen, das Teil. So, jetzt gehen wir mal darauf. Und da haben wir tatsächlich einen Blumensamen gefunden, der uns 40 Leuchtkraft zurückbringt. Ja, hier ist nochmal der Hinweis, wenn wir jetzt Ausrüstungsgegenstände finden, die können wir erst verwenden, wenn wir wieder in der Stadt waren. So, dann gehen wir jetzt mal schräg. Ah, ja, das ist auch noch so ein Trick. Die Blume ist da jetzt im Weg. Man kann nicht einfach so schräg an dieser Blume vorbeigehen. Also gehe ich einfach mal runter. Das geht auch nicht. Ah ja, natürlich, dann gehe ich also rechts. Dann machen wir nochmal das Teil hier kaputt. Zu essen haben wir noch genug dabei. Okay, sie macht direkt beides kaputt. Das ist ein Schlüssel, guck mal an. Ich gehe mal in den Busch erstmal. Das heißt jetzt schräg runter. Das geht. Ja, wenn du dich in einem Busch versteckst, tief im Dungeon, können dich nahe Feinde nicht sehen. Allerdings können sich Monster ebenso von deinem Blick verbergen, indem sie sich in einem Busch verstecken. Sich in einem Busch zu verstecken und abzuwarten, bis die Monster vorbeigezogen sind, ist eine valide Taktik. Ja, die ich mal nicht benutzt habe und dafür bezahlen musste. Wenn du Essen verbrauchst, werden, während du wartest, deine Hitpoints und Magiepunkte wieder aufgefüllt. Ja, jetzt will ich aber noch nicht warten. Ich will erstmal nochmal wieder schräg gehen. Dann gehen wir hier hin, nehmen nochmal das hier. Ja, das weißt du gar nicht, ob wir das brauchen. Das werden wir noch sehen. Dann, ja genau, da hätte ich auch nicht schräg gehen können. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Jetzt haben wir einen silbernen Schlüssel gefunden. Jeder Dungeon ist wie ein Labyrinth. Es wird also schwierig, sich darin zurechtzufinden ohne Karte. Ich guck gerade mal, wir sind, glaube ich, der Kreis. Ne, also das ist nur ein Beispiel, das sind wir nicht, ne? Da sind wir nicht lang gegangen. Während du den Dungeon durchforstest, benutze die Karte häufig, um deinen Aufenthaltsort festzustellen. Okay, machen wir das mal. Kostet das auch Essen? Okay, da unten sind wir, der gelbe Kreis. Und ganz links unten der graue Kreis. Da ist der Eingang gewesen. Ich vermute mal, da kommen wir auch wieder raus. Bin mir aber nicht sicher. Ich denke, ich gehe einfach mal erstmal geradeaus an dieser Leuchtblume vorbei. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwas machen kann. Wenn ich jetzt hochgehe. Nee, passiert nichts. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Heilung bekommen, die wir nicht brauchten.
Gold, das brauchen wir. Ist aber nicht allzu viel. So, jetzt können wir nochmal ein bisschen schräg wieder. Und da ist noch eine Blume. Jetzt, die leuchtet ja nicht. Mal gucken, wie wir die entzünden können. Da kann ich jetzt hochgehen, also die Blume quasi anfassen. Und dann sagen, erleuchten. Jetzt mal sehen, wie viel unsere Hitpoints abnehmen. Wir haben 187 bei Jan. Ja, es waren 25 da. Die anderen haben aber nicht ganz so viel verloren. Also nicht 25. Scheint so prozentmäßig was zu sein. Vielleicht 15%. So, ansonsten sieht das hier nicht so aus, als ob das... Ach doch, da oben geht's noch weiter. Hm. Na gut. Komme ich jetzt an diesem Schleimkram vorbei? Ich teste es jetzt. Ich erwarte, es geht nicht. Doch, es geht. Aber hier komme ich jetzt nicht vorbei, wenn ich jetzt nach rechts unten gehe. Nee. Es kostet mächtig Energie. Ich versuche mal was zu essen einzuwerfen. 160 Fullness. Ja, geht so einfach. Ich wollte mal wissen, ob das einfach so auf dem Weg geht. Ach so, nein, ich will das Obstacle nicht demolischen. Nein, nein. Das habe ich jetzt nur verwechselt. Okay, den Raum werden wir uns auch nochmal angucken hier. Es gibt verschiedenartige Monster, die sich im Dungeon verbergen. Abhängig von ihrem Typ werden sie dir entweder folgen oder vor dir weglaufen. Du solltest in der Lage sein, die Monster durch ihr Äußeres zu unterscheiden. Ja, man sieht schon, die blauen Augen laufen weg, die roten Augen kommen auf uns zu und die grauen, keine Ahnung. Aber es gibt trotzdem noch ein paar Tipps, die man bedenken sollte. Ein besiegtes Monster wird nach einiger Zeit wiederbelebt. Wiederbelebte Monster sehen grau aus. Ah, okay, das sind die grauen Monster. Und sie sehen anders aus als zuvor. Wenn du die nochmal besiegst, bekommst du dafür keinerlei Belohnung. Also stell sicher, dass du deine Energie nicht verschwendest durch bedeutungslose Kämpfe. Monster, deren Level niedriger ist als das der Party, sehen kleiner aus. Das kann ja noch gar nicht sein, wir sind ja Level 1. Häufiger... Also es kommt häufiger vor, dass die Monster, die du töten sollst, versuchen, dir aus dem Weg zu gehen. Ja. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Der beste Weg wäre jetzt eigentlich, nicht zu kämpfen. Das Monster ist aber schon sehr nah. Ich versuche mal, nach links zu gehen. Es folgt mir. Es wird mir jetzt die ganze Zeit folgen. Ich versuche mal, in den Busch zu gehen. Ob das hilft. So. Und jetzt verstecken wir uns hier mal. Einige Fähigkeiten haben positive oder auch negative Effekte für bestimmte Runden. Drück den Knopf zum Status, zur Statusanalyse, um zu sehen, welche Effekte sich gerade auf Monster oder die Truppe auswirken. Du kannst auch den Detailknopf drücken, um die Statistics, also die die Werte, die Attributswerte und die Fähigkeiten eines bestimmten Zieles anzuzeigen. So. Das heißt, wir machen mal Analyze Status und sehen da oben, wir sind 15 Runden noch verborgen.
Jetzt müsste ich eigentlich Wait sagen können. Nochmal. Kostet Essen und Leuchtkraft bestimmt, ne? Ja. Das Monster geht aber nicht weg. Gut, dann gehen wir einfach mal nach oben. Und das Monster ist stehen geblieben. Es tut nichts. Weil das Monster uns wohl nur wahrnimmt, wenn wir nah an ihm dran sind. Das ist gut. Das ist eine Truhe. Schwierige Wahl. Truhe und Monster. Ich denke, ich will ja auch ein bisschen was zeigen. Achso, wir sind ja immer noch verborgen. Ja, genau. Wenn ich jetzt hier nochmal lang gehe. 15 Runden sind wir verborgen. Dum-di-dum-di-dum. Ich kann jetzt nicht schräg gehen. Dahin gehen. Du kannst neue Gegenstände bekommen, indem du Kisten öffnest, die du findest, während du Dungeons erkundest. Sieh sie als Schatzkisten an. Aber um eine Kiste zu öffnen, brauchst du einen Schlüssel. Also, suchen wir erstmal nach einem Schlüssel, bevor wir versuchen, irgendwelche Kisten zu öffnen. Ich habe schon einen Schlüssel. Um verschiedene Arten von Kisten zu öffnen, musst du natürlich den entsprechenden Key finden. Den entsprechenden Schlüssel. Ah, und das Gute ist, wir sehen, wir haben einen silbernen Schlüssel und die Truhe sieht silbern aus. Versuchen wir das nochmal. Achso, ich will gar nicht Leader wechseln. Ich wollte R1 drücken. So, und da haben wir dreimal Nebel des Waldes gefunden. Da können wir also hier im Wald schon feststellen, wie wertvoll ein Gegenstand ist, was der drauf hat. Dann haben wir eine Waldgrabrobe gefunden für unseren Grim Reaper. Bringt uns 62 Hitpoints, 16 Ausweichen und 5 Guard, also wahrscheinlich Rüstung. Und wir sehen da oben schon mal Number of Fusions 0 von 3. Das heißt, wir werden wahrscheinlich unsere Ausrüstung durch Fusionen verbessern können. Gut, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt, vermutlich, weil wir die Truhe geöffnet haben, haben die Monster uns gesehen. Und uns angegriffen. Kampftutorial machen wir auch nochmal. Wenn man auf ein Monster trifft, bekommt die Party einen Speedbonus, die den Kampf auslöst. Das waren in diesem Fall die Monster. Und deshalb haben die eine höhere Chance, zuerst anzugreifen. Allerdings gibt es dafür keine Garantie. Der Ausgang kann sich stark unterscheiden. Oder kann sich leicht unterscheiden, je nachdem, wie hoch unser Speedwert ist. Deshalb ist ein hoher Speedwert halt ganz wichtig, damit man zuerst dran ist. Während die Leuchtkraft nachlässt, gibt es eine höhere Chance, dass unsere Formation zusammenbricht, wenn ein Monster zuerst angreift. Ja, unsere Formation ist noch in Ordnung. Für einen effektiveren Kampf sei also du lieber derjenige, der das Monster angreift. Drei Monster sind zuerst dran. Einmal nicht getroffen, das ist schon mal ganz gut. Okay, und jetzt sind wir doch nochmal vor den Monstern dran. Warum, weiß ich nicht. Gut, gucken wir mal, was haben wir für Skills? Okay, da können wir eine Kalle machen. Das heißt, wir können schon mal zwei Monster erwischen. Jetzt wäre es natürlich besser, ein Monster komplett auszuschalten, als zwei ein bisschen anzuschlagen. Hier bekommen wir auch noch einen Speed-Buff dazu, das ist auch nicht schlecht. Hier haben wir die Chance, Stun anzustellen. Und wir haben, das ist jetzt auch noch eine Sache, die müssen wir nochmal eruieren. Wir haben jetzt eine 40-prozentige Trefferchance und eine 80% Chance auf Stun. Ah nein, Entschuldigung, wir haben nicht 40% die Trefferchance, wir machen 40% Schaden. Trefferchance steht auf dem anderen Blatt. Nee, ist gut. Ansonsten, wenn es so wäre mit 40% Trefferchance und dann nochmal 80% Stun, könnte es ja bedeuten, dass man nur eine 32-prozentige Stun-Chance hat. Ich denke, das mit Stun wäre ganz gut. Das wäre eine Zeile. Also es müssten dann der Pilz sein und das Monster, was vor dem Pilz steht, müsste ich damit angreifen können. Ja, genau.
Okay, einmal nicht getroffen, aber einmal gestunt ist schon nicht schlecht. Das Monster hat wieder nicht getroffen. Ein Grim Reaper braucht SP, also Spirit Power, um seine Fähigkeiten einzusetzen. Am Anfang einer Expedition hat der Grim Reaper 5 SP. Diese SP lassen sich auf drei mögliche Weisen erhöhen. Erstens, jede Runde bekommt er langsam SP zurück. Zweitens, wenn er kritisch getroffen wird von einem Monster. Und drittens, wenn er ein Monster tötet und seine Seele aufsammelt. Ah, okay. Man kann bis zu 5 SP einsammeln. Man behält seine unverbrauchten SPs auch nach dem Kampf. Und bedenke bitte, dass diese SPs nicht dieselben sind wie die Skill Points, die man braucht, um seine Skills in der Stadt zu verbessern. So, wir haben hier was mit Fluch. 25% Hit Decrease Debuff klingt doch ganz gut. Aber ist nur auf einen Feind. Das ist auch nur auf einen Feind. Ist alles nur auf einen Feind. Ja, das wäre jetzt der normale Angriff und dieser Curse ist ja schon mal besser. Der macht schon mal 50% mehr Schaden als der normale Angriff und hat eben noch die To-Hit Decrease Chance. Okay, so viel Schaden. 36 bis 46. Okay, der hinten, der Pilz, konnte nichts machen. So, wir sind noch nicht genug verletzt, um Heilung zu machen. Also Heilung würde auch auf alle wirken. Also versuchen wir mal. Schutz oder. Na. Okay, hier könnten wir 200% Heilung machen auf eine Person oder 80% auf alle. Bringt mir jetzt beides nichts. Ich denke, wir machen mal den Schutz. Und Paladin macht jetzt Taunt. Dann ist die Chance, dass Paladin angegriffen wird, höher und hat noch 25% höhere Verteidigung und ist ja sowieso noch gegen einen Angriff geschützt. Und das Wichtige am Kampf ist einfach nicht tot umzufallen. So, was hast du für Skills? Strike from behind, Bomb Toss. Machen wir mal. Ach, guck mal, da können wir nur den Pilz angreifen. Das macht ordentlich Schaden und sonst kann wahrscheinlich niemand den Pilzhuter angreifen. Und er wurde nach vorne geschubst. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir noch für Skills. Holy Guard. Ah, das ist quasi... sie übernimmt den Schaden, den jemand anders kriegen würde. Ne, ich mache einfach den heiligen Schlag. Jetzt kannst du auch den Pilz dahin angreifen, das ist schön. Ich vermute, wenn der hinten steht, ist der auch gefährlich. Zauberer und so weiter. Also weg mit dem. So, der Angriff hat getroffen, wurde jetzt neutralisiert durch den Buff von unserer Schwester. Jetzt kam ein Area-Angriff, der getroffen hat. Ich würde sagen, du machst nochmal den Schutz.
Denn der Taunt wirkt ja noch. So, hast du jetzt noch was für eine Column eventuell? Ja, tatsächlich. Obwohl, der Pilz wäre natürlich auch interessant. 40% Attack. Ist ein 10 bis 14, das ist schade. Aber Stun. Hm. Ja, ich mache das wieder auf diese beiden Leute hier. Auch wenn ich sonst drei Leute Chance hätte zu stunnen. Aber so habe ich die Chance, den Pilz auch gleich mal platt zu kriegen. So, Grim Reaper. Wäre natürlich gut, wenn du jemanden killen würdest. Dann bekommst du SP zurück. ...34 bis 44. Das heißt, wir haben eine 70%ige Chance, den Pilz zu killen, wenn wir treffen. Hitrate ist 90%, das heißt, wir haben eine ungefähr etwas über 60%ige Chance, den Pilz zu killen. Nein! Oh! Okay. Bombtoss. Ja, das ist jetzt nur eine Reihe. Also eine Spalte. Und bei Zeile und Spalte bleiben. Aber ich denke, das lohnt sich trotzdem hier für euch. Und die kriegen jetzt laufend immer wieder Schaden, Blutungsschaden. Und du machst jetzt nochmal... Ja. Der Pilz ist noch nicht dran. Den können wir gleich nochmal kaputt kriegen. Dann machst du jetzt nochmal... Achso, das geht nicht da. Schade. Da hättest du weiter hinten stehen müssen. Okay, dann mach das doch so rum. Okay, Pilz ist kaputt. Tja, wir sind alle noch sehr gut geschützt. Also der Kampf läuft überraschend angenehm. Dann heil du einfach mal hier. So. Ja, den kriegst du kaputt, dann kriegst du auch 2 SP wieder oder 3 oder wie viel oder... Werden wir gleich sehen. 2 brauchst du. Und hast voll. Wow. 4 SP durch den Kampf zurückgewonnen. Okay, einfach mal zuschlagen. Da oben, der ist schon etwas mehr tot als der andere. Tja, jetzt haben wir Windcutter, geht nicht, weil die Entfernung zu gering ist zwischen der Hexe und den Gegnern. ...39 bis 55 Damage, der ist platt. Also ihr glaubt es mir vielleicht nicht, wo das jetzt so einfach aussieht. Aber in meinem ersten Versuch bin ich an so einem Kampf gescheitert. Also da war noch ein Gegner mehr. Es waren 5 Gegner. Aber die hatten auch ähnliche Stärke wie diese hier. Und ich habe es nicht gepackt. Kannst du auch einfach nichts machen? Block, ja. Ja, okay, 20 MP gab es zurück. Das, im Text war es ein bisschen missverständlich
dargestellt, aber durch Block kriegt man 20 MP zurück, das ist ja fantastisch. Nee, der kommt gar nicht mehr dran, wir machen das hier so. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, Holy Smite, doch immer noch eine Hitrate von 90%, okay. Ich dachte, weil der jetzt schlechter ausweichen kann, haben wir vielleicht auch eine höhere Trefferchance. Aber vielleicht sind das zwei unterschiedliche Dinge. Vielleicht muss man erst treffen mit 90% und dann hat der Gegner mal noch eine Ausweichchance. So, das war's. Gold, das ist ordentlich. Und jetzt macht mir das auch Mut, dieses blaue Monster mal anzugehen. Ja, wir sehen auch gerade, wir haben 44% von dem Misty Forest aufgedeckt. Aber dieses blaue Monster, das reizt mich schon. Verletzungsgrad sieht auch ganz gut aus. Ja. Wir haben zuerst angegriffen. Wir dürfen jetzt auch zuerst dran sein. Ja, die waren, glaube ich, ätzender. Ich meine, mein fieser Kampf, das waren zwei von diesen Viechern. Zwei von den Zombies aus dem ersten Kampf und ein Pilz aus dem ersten Kampf. Und der Pilz war bei mir auch unangenehm. Und wir sind nicht zuerst dran. Trotz unseres Speedbuffs sind diese Gegner hier schnell dran. Das ist ärgerlich. Wir können aber vielleicht noch jemanden stunnen. Okay. Das geht da nicht in der Mitte. Warum nicht? Doch. Okay. Naja, zumindest einen gestunnt. Der andere hat jetzt einen Vorteil, dadurch, dass wir nicht getroffen haben. Und guckt euch das an, 72 Schaden. Das meinte ich nämlich, dass die Gegner, also in der letzten Folge habe ich das gemeint, dass die Gegner unfassbar Schaden machen können. So, jetzt sollten wir hier, glaube ich, schon mal die Liebe auspacken und uns heilen, oder? Das wären 160 quasi, also 2x80, die wir heilen. Ne, dreimal. Paladin ist auch leicht verletzt. Das wäre schon okay. Ne, vier Leute heilen wir ein bisschen. Achso, natürlich nicht 80 Punkte, sondern 80% des Attack-Werts, was fast gar nichts ist. Gut. Curse. So, du solltest trotzdem hier dieses Provoke einsetzen. Kann natürlich sein, dass du deswegen stirbst, wenn dich denn alle angreifen. So, du hast... kannst dauerhaft Schaden machen. Strike from Behind geht auch nicht auf den vorderen. Das heißt, den vorderen kann ich nicht weiter schädigen. Dann kann ich ruhig einen Bomb-Toss machen. Ach, jetzt verstehe ich das auch mit dieser Säure. Die stoßen da diese Säure aus und dadurch kriegen wir Schaden, wenn wir die angreifen.
So, dann machst du jetzt mal den Schutz auf Paladin. Ah, beide gestunt, super. Das habe ich bei meinem ersten Versuch viel zu wenig eingesetzt. Das Stun. Tja, das Twit Decrease. Auf den, das bringt ja nichts, er hat es ja noch. Sagen auf den oberen, der ist noch am meisten weiter verletzt. So, zwei Leute sind noch mit dem Bombtoss am Brennen. Insofern wäre jetzt, glaube ich, Strike from Behind besser. Ach so, die Feinde, das konnte man gerade eben sehen, haben natürlich auch ihren Bonus für die Reihe, in der sie stehen. Das heißt, der Feind hat jetzt gerade 3 Punkte auf Evasion verloren, dafür 3 Punkte auf Guard hinzugewonnen. Ja, du heilst mal alle. Tja, du hast nur noch 2 Punkte, das heißt, du müsstest jetzt eigentlich einen killen. Das würdest du mit dem auch schaffen. Mal sehen, ob es jetzt sogar 5 Punkte zurückgibt. Ja, wird voll gefüllt. Super. Also Grim Reaper muss die Leute unter die Erde bringen. So, du machst nochmal Strike from Behind auf den, oder? Ja, den könnten wir dann vielleicht killen. Ja, es wäre besser, den ruhig auszuschalten. Ah, nicht getroffen. So, und du hast keine Magiepunkte mehr, sehe ich. Ja, also Block. Das sind 3 Gegner dran, oh wei. Einer davon kann schlechter treffen und trifft auch nicht sehr gut. Ach, und weil der nicht getroffen hat, ist unsere Shadowblade jetzt zuerst, also ist schneller wieder dran. Du kriegst eh keinen Tod, ne? Dann mach mal Strike from Behind. Alter, Alter, Alter. Da muss jetzt Heilung her.
Ah, du kannst ja auch heilen, ne? Du kannst dich selber heilen. Okay. 23 bis 28, das ist zu wenig. Obwohl, mach mal den. Dann kann der Grim Reaper da den Rest machen, glaube ich. ...36 bis 46, ja. Sehr schön. Chance auf Stun. Achso, das geht nur auf den. Nee. Dann versuch den lieber direkt zu töten. Ist auch schlecht. Das ist gut. Ja, du könntest noch mal heilen. Dann hast du auch keine Magiepunkte mehr. Toll. Paladin ist machtlos gegen den da hinten. Ach so, ich musste das auf ein Ziel wählen. Ah, das war jetzt blöd. Ich versuche das trotzdem hier nochmal mit dem Stun. Cool, den Buff gestohlen von dem Monster. Okay, du blockst. Du blockst. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn nur noch ein Gegner da ist, den Kampf ruhig ein bisschen in die Länge zu ziehen, um sich zu regenerieren. Du kannst ihn jetzt nicht killen. Er hat noch zu viele Hitpoints, leider. Deshalb mach das mal so. Würde ihn eventuell killen, aber nicht unbedingt. Dann machen wir das lieber mit Strike from Behind. Das ist auf jeden Fall tot. Sehr schön. Die Position von jedem Truppenmitglied ändert sich eventuell in dem Kampf. Man kann dann entweder Shortcuts oder Change Formation einsetzen, um zu seiner ursprünglichen Formation wieder zu kommen.
Wenn deine Sättigung über 1 ist, kannst du HP wiederbekommen, indem du eine Warterunde einlegst. Jedes Mal, wenn du wartest, geht deine Sättigung zurück. Ach so, so kann man auch regenerieren. Wenn deine Sättigung niedrig ist, öffne deinen Beutel, benutze Essen oder einen Trank. Wenn du ernsthaft verletzt bist und es nicht schaffst, die Expedition abzuschließen, dann kannst du fortlaufen, um zu entkommen, aber du bekommst dafür einen Nachteil. Das heißt, wir müssen die sogar abschließen. Okay, nehmen wir erstmal ein Leuchtmittel. Was, das bringt nur 40? Was ist denn da los? Ach so, Polluted Seed. Ah, und hier haben wir auch Polluted Food gelootet. Interessant. Ja gut, gucken wir noch mal auf die Karte, wo wir noch was machen können. Da sind noch zwei Beutel. Ah ja, das sollte ich auf jeden Fall machen. Ach, ein Schlüssel ist da auch noch. Jetzt komme ich ganz schlecht zu dem Schlüssel hin. Gehen wir erstmal so. Den kaputt. Ich glaube, so schräg aufnehmen kann ich den nicht. Wenn ich durch das Gift gehe, geht das bestimmt. Es geht. Das hat mich so ein bisschen vergiftet. Ein bisschen doll, es vergiftet mich die ganze Zeit. Hilfe! Da hinten ist noch ein Schlüssel. Ich nehme mal noch was zu essen. Gut, dass ich ein bisschen was eingepackt habe. Nein, eigentlich müsste ich auch Leuchtkraft noch stärken. Manchmal sind Gegenstände, die du im Dungeon findest, kontaminiert. Kontaminierte Gegenstände haben die Chance, Nebeneffekte auszulösen, wenn du sie benutzt. Sie sind nicht fatal, aber dennoch sind die Effekte oder sorgen die Effekte dafür, dass deine Erkundung zu einer größeren Herausforderung wird. Wenn du deine Expedition fortsetzt, während deine Sättigung oder Leuchtkraft niedrig ist, hast du ein größeres Risiko zu verhungern oder Monstern zu begegnen. Wenn du kontaminierte Gegenstände verwendest, riskierst du die Möglichkeit anderer Effekte. Benutze die Gegenstände weise. Also. Nein! Ich bin da nicht lang gegangen. Ich habe einen anderen Weg genommen. Was ist denn da los? Halt. Ich drücke nach oben und er geht nach unten. Ach so, warte mal. Wenn ich jetzt nach unten drücke, gehe ich nach oben. Das ist durch diese Verwirrung, die wir da bei Maka sehen, glaube ich, ausgelöst. Ich gehe genau in die andere Richtung. So. Jetzt drücke ich nach links. Ne, da geht er nach links. Okay, jetzt ist wieder alles normal.
So, und wir haben 50% aufgedeckt. Da ist noch ein blaues Monster. Ich habe aber keine Lust, nochmal zu kämpfen. Da ist noch ein rotes Monster, wenn ich das richtig sehe. Wie viele Runden haben wir noch? Kann ich nicht sehen. Ach doch, da links bei es sind da drei Runden noch versteckt sein. Das ist ein Problem. Da werde ich mich dem Monster stellen müssen. Oder ich verstecke mich im Busch. Ich versuche noch mal das Verstecken. Warten. Warten, das bringt alles nichts. Dann sage ich noch mal Hide. Ich weiß auch nicht, was es für einen Nachteil hat. Was der Nachteil ist jetzt, dass ich den Anführer nicht wechseln kann. Ah, das Monster greift an. Es hat es gemerkt, dass ich diesen Stamm aus dem Weg geräumt habe. Mist, Mist, Mist. Zum Glück nicht die fiesen Gegner. Oh, nicht die fiesen Gegner, habe ich gesagt. Auf jeden Fall Heilung. Da oben. So, du sagst mal Provoke. Feuer. Ach so, die heilen sich, wenn sie uns Schaden zufügen. So, dann heil uns mal alle. Du kannst einen killen und deine Punkte dadurch wieder auffüllen. Wenn du treffen würdest. Ich weiß nicht, lieber einen umbringen, oder? Kriegen wir einmal weniger Schaden. Zumindest wirkt das Provoke und dann kann sich unser Paladin gleich selbst heilen.
Der Paladin hält noch aus. Naja, aber so viel heilt er auch nicht. Nee, warte mal, mach mal ruhig hier einmal Heilung. Sind ja auch noch 50 Punkte. So, noch eine Chance. Nee, kriegst du nicht kaputt. Du kriegst ihn nicht kaputt. Ja, trotzdem. Dann macht der Shadow, Shadowblade macht dann gleich den Rest. So, du heilst dich selber. Auch 48 Punkte. Und du machst Bomb-Toss und dann müsste einer platt sein. Oh weia. So, was haben wir hier? Auch wenn nur einer in der Reihe steht, gefällt mir das mit dem Stun immer noch am besten. Nein, triff doch mal. Alle heilen lohnt sich immer noch. Drei Leute, die regenerieren dadurch. So, du hast jetzt nur einen Punkt, das ist blöd. Dann mach ich mal so. Strike from behind. Nee. Ja. Es wird nicht ganz reichen, glaube ich. Doch, kritisch. Hahaha, super. Ich dachte sonst, selbst wenn er dann nochmal drankommt, hat er trotzdem noch die Chance, an seinem Bleeding dann danach seinem Zug zu versterben. Hm. Machen wir Block. Wir müssen ja auch an den nächsten Kampf denken. Dass wir da auch wieder Magiepunkte brauchen. Ja, du kannst wieder nichts machen, ich weiß. Du den mal nach vorne. Oh Mann. So, du kriegst den jetzt kaputt, ne? Also, du könntest auch einmal noch Block sagen. Nee. Okay, so. Wenn du jetzt geblockt hättest, hätte unsere Hexe MP aufwenden müssen. Das wäre auch nicht so gut gewesen. Oh, Forest Iron Knuckles. Werwolf exklusiv. Wir haben noch keinen Werwolf, also kleiner Spoiler, was noch kommt. Oder können wir zum Werwolf werden? Das wäre natürlich auch noch interessant. Ja, unsere Leuchtkraft ist echt ein Problem.
Ein Crewmitglied blutet. Aber nur eine Runde. Zack, schon ist vorbei. Und noch mehr Monster, ich will nicht. Ist das eine Bronzekiste? Ja. Ein Journal, also ein Tagebuch des Wohlstands. Können wir in der Taverne einsetzen und dann bekommen wir halt mehr Gold. So, und wir müssen immer noch 23 Felder entdecken, aufdecken. Ach, falscher Knopf. Ich muss erstmal mich um meine Leuchtkraft kümmern. Einmal. Zweimal. Jetzt sehen wir auch ein bisschen besser. Trotzdem ein kleines Problem. Und wir sind wieder verwirrt. Ich drücke nach links, ich drücke nach oben. Oben und unten ist wieder vertauscht. Dungeons sind angefüllt mit Fallen, die Eindringlinge aufhalten sollen. Wenn du etwas aussiehst, was wie eine Falle aussieht, gehst du besser drumrum. Fallen saugen die Hitpoints von deinen Chormitgliedern und sorgen für einen Debuff. Oder, falls du zufällig einen Onmyuji in deiner Crew hast, kannst du ihn dazu benutzen, die Fallen zu entdecken oder vielleicht sogar zu entschärfen. Fallen sehen in jedem Dungeon anders aus, also sei vorsichtig, wenn du ein neues Gebiet betrittst. So, jetzt sehe ich da etwas, was wie ein Ausgang aussieht. Ich hoffe es mal. Da ist noch eine silberne Truhe, ich habe keinen silbernen Schlüssel. Was, das war jetzt nur 1%? Ja, wir müssen nicht nur jetzt noch 17 Felder erkunden, sondern wir müssen natürlich noch 17% des Dungeons aufdecken. Und das könnte schon ein Problem werden. Weil ich vielleicht noch nach rechts oben rüber muss. Gucken wir mal. Also hier oben sieht es ja noch ganz gut aus, aber das war jetzt noch diese Verwirrung. Nein, ich will noch nicht zurück. Noch nicht. So, jetzt ist die Verwirrung weg. Jetzt muss ich doch noch was mampfen. So, 65, das schaffen wir nicht mehr in diesem Durchlauf. Da oben ist ja schon wieder dicht. Das ist schade. Es mangelt an Leuchtkraft. Ich habe da nichts mehr. Ein bisschen was kann ich noch. Aber es sind noch 14%. Da ist noch ein Schlüssel. Ein goldener Schlüssel. Ja, während die Zeit im Dungeon voranschreitet, sinkt der Level der Sättigung und der Leuchtkraft. Wenn deine Sättigung größer als 1 ist, regenerieren die Hitpoints der Truppe langsam. Allerdings, wenn die Sättigung bei 0 ist, werden die Hitpoints der Truppe langsam abnehmen. Ach so, Sättigung 0 ist nicht direkt tot. Ja, Sättigung kriegen wir durch Essen wieder. Wenn die Leuchtkraft unter einen bestimmten Wert sinkt, sinkt auch unsere Sichtreichweite. Bei 0 haben wir nur ein ganz, ganz schmales Sichtfeld. Okay.
Während unser Sichtfeld abnimmt, dauert es länger, den Dungeon zu erkunden. Und es wird schwieriger, die Monster wahrzunehmen. Wenn die Leuchtkraft sinkt, gibt es eine höhere Chance, dass unsere Formation zusammenbricht, wenn ein Monster zuerst angreift. Du kannst die Leuchtkraft zurückgewinnen durch Leuchtsamen aus deinem Beutel. Oder indem du Leuchtblumen in dem Dungeon berührst. Ja. Machen wir erstmal hier Change Leader. Obstacle weg. Und wenn ich jetzt gleich aus dem Dungeon fliehe, will ich wenigstens diese Truhe dann auch mitgenommen haben. Ein Forest Slayer Hood und Forest Shadow Hood. Ach, guck mal. Das sind nämlich die beiden Sachen, die uns am Anfang des Dungeons mitgeteilt wurden, was hier drin ist. Rare Armor, also blau. Und lila wird dann sicherlich noch seltener sein, oder ist das hier anders? Also, hier haben wir nur für ein Shadowblade eine Rüstung, die gar nicht so gut zu sein scheint. Und Epic, oh, lila ist Epic, auch für Shadowblade, auch eine Rüstung. Das heißt, wir haben eine seltene und eine ganz super seltene Rüstung, von denen der Shadowblade aber natürlich nur eine anziehen kann. Aber die sieht schon sehr, sehr gut aus. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und jetzt nichts wie raus. Mit Leuchtkraft 16. Leuchtkraft 14 oder 12 hätten wir jetzt wahrscheinlich noch gehabt. Gut. Müssen wir. Und jetzt kommt noch eine entscheidende Sache in diesem Spiel, was das Spiel für mich sehr interessant macht. Erstmal haben wir jetzt 63 Erfahrungspunkte bekommen. Haben also schon zwei Drittel des Weges. Ach so, weil wir 63% erkundet haben von dem Dungeon, kann das sein? Oder brachten die Monsterkills was? Nee, stimmt. 164 Schritte sind wir gegangen, 12 Monsterkills, 310 Erfahrungspunkte. Nee, ist nur Zufall, dass es ungefähr die Aufdeckungsrate des Dungeons ist. 1309 Goldmünzen. Und das Wichtigste, alle haben überlebt. Mitglieder der Truppe, die genügend Erfahrung gesammelt haben, leveln auf und bekommen dann noch Hex-Skills oder Koop-Skills. So, ah, guck mal, die Verbrauchsgüter, die wir jetzt noch dabei hatten oder gehabt hätten, die habe ich ja alle aufgegessen. Die wären jetzt kontaminiert gewesen. Das heißt, das Essen, was noch 160 Sättigung bewirkt hätte, das hätte dann jetzt im nächsten Dungeon nur 40 Sättigung gehabt. Man muss das also sich gut einteilen und nicht mehr mitnehmen, als man braucht. Ja. Das haben wir noch mitbekommen. Bandage. Achso, selbst unsere Bandage ist jetzt auch polluted. Na gut. So, das ist der interessante Teil. Seht ihr, wie die Zeit vergeht? Und seht ihr dieses böse Auge da? Ich kann mir vorstellen, wenn wir das Auge erreichen, haben wir ein Problem. Viele Monster sind noch da. Einige oder viele Schatzkisten sind noch ungeöffnet. Und viele Lichtblumen sind noch nicht entzündet. Diese mysteriöse Vorrichtung ist die Doomsday Clock. Also die Uhr der Apokalypse, könnte man sagen. Sie visualisiert die Zeit, die einem noch verbleibt, bis zum Ende der Welt. Und wenn wir jetzt gerade gesehen haben, die war quasi bei 11:45, jetzt ist sie bei 11:14. Das heißt, noch 14 Züge oder 14 Expeditionen und dann ist vorbei. Ich denke, man kann die Uhr durch irgendwelche Sachen zurückdrehen, aber das habe ich noch nicht rausgefunden. Und was ich aber herausgefunden habe, als meine Party ein Wipeout hatte,
In meinem ersten Versuch, da bin ich dann ja auch aus dem Dungeon raus, alle Partymitglieder tot und diese Doomsday Clock ist, glaube ich, 3 Minuten vorgegangen. Nicht nur eine. Je mehr Monster du besiegst, je mehr Lichtblumen du erleuchtest und je mehr Schatztruhen und Unrat du im Dungeon öffnest, umso mehr Zeit sparst du fürs Erkunden. Zusätzlich gibt es Aktivitäten in der Stadt, die auch die Fortbewegung der Doomsday Clock beeinflussen. Wenn du bei deiner Reise nicht dein Bestes gibst, wird die Doomsday Clock schneller voranschreiten. Also untersuche jeden kleinen Winkel des Dungeons so effizient wie möglich und gib niemals auf. Also es kann durchaus sein, wenn wir jetzt diesen Dungeon zu 100% erforscht hätten, dass dann diese Doomsday Clock gar nicht vorangeschritten wäre. Interessant. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Und dann wird es noch eine Folge geben, wo ich dann die Mission abgebe. Und dass wir dann mal gucken, wie es storytechnisch weitergeht, was wir hier jetzt noch machen können. Wir haben ja eventuell noch Forschungsmöglichkeiten oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zustande kommt. Wir müssen unsere Gegenstände noch auf die Truppe verteilen und so. Das dann alles beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.